Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Mass Effect. Wir greifen jetzt die Basis an. Piratenbasis, wenn ich mich recht entsinnere. Schon eine Zeit lang her, seit ich wieder gespielt habe. Wo muss ich eigentlich hin? Da nehmen wir diesen Punkt hier gleich mit. Jetzt habe ich den Punkt falsch gesetzt. Ist egal. Wie still es hier ist. Als wäre es nur der Geist eines Planeten. Nicht. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Es ist ein Asteroid. Und da ein Vakuum besteht, kommen die nicht runter. Warum hat es dort? Dort hat es aber auch noch was. Gehen wir mal dorthin. Da hat es noch eine Kuppel. Mal schauen, was noch in der drin ist, bevor wir weiterfahren. Dürfte die relevant sein für uns? Ja oder nein? Krater Santiago. Was passiert, wenn ich auf dem Schild lande? Strahlungsschaden. Nett. Das hier ist aber ein... Das sieht mir nur wie ein kleines... aus. So. Sieht nicht danach aus, als wäre es... War ich gerade, als hätte ich was gehört. Frachtcontainer. Reparaturen. Es hat immerhin Behälter hier drin. Super. Und eine Sandstorm, die ich verscherbeln lassen kann, da hier meine Mitglieder nicht ausrüsten kann. Den würde ich nämlich eher eine Sturmgewehr mitgeben als... Nee, das ist ein Gewölbeeingang. Warum hat es hier eigentlich einen Gewölbeeingang? Das ist ein zerstörter Planet. Ich mache zuerst die andere Mission weiter, bevor ich... Aber es wird mir hier nicht angezeigt. Das ist etwas, das mir wiederum komisch vorkommt. Peavy, wie lautet gleich nochmal Ihr vollständiger Name? Peanut Butter. Mein vollständiger Name lautet Peanut Butter. Das ist meine Geschichte und ich bleibe dabei. Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Nein! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Phoebe hat mich gerade durch ihren Spruch abgelenkt. Sie verlassen das Missionsgebiet. Wer baut hier eigentlich auch einen Krater, also eine Schlucht mitten im Weg? Mein Gott. Das ist nur Schatten. Kann aber auch täuschen. Was haben wir hier? Langsam. Das Nein. ist eine Brücke. Nein! Was? Das ist ein Krater. Nicht nach unten sehen, Leute. Ich habe aber nach unten gesehen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ja, ich kann sogar noch tiefer sehen. Wenn ich dann nicht mehr wenden. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ja. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Schön. Phoebe lacht jedes Mal. Zurück. Zurück. Silizium. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, für was ich Silizium brauche. Ich sollte vielleicht das hier auswählen, damit ich weiterhin weiß, wo ich hin muss. Da könnte ich jetzt schön Gas geben. Peavy, glauben Sie immer noch, dass das Reliktzeug uns dabei helfen wird, hier zu leben?
Alles deutet darauf hin? Sie klingen nicht sehr überzeugt. Wir finden einen Weg. Auch wenn es nicht die Relikte sind, wir finden einen Weg, ganz sicher. Sehr schön. Aber wir wollen ja das abkodierte Gesetzlosen finden. Das muss die Basis sein, die die Exilanten erwähnt hatten. Okay. Voller Karacho rein. Warum kriege ich jetzt eine Annäherungssymbol? Das sind zwei verschiedene Kuppeln, aber die sind miteinander verbunden. Gut. Danke, dass du mir den Eingang gezeigt hast. Das wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass ich hier rein muss. Na dann. Schießen wir uns mal frei. Zeit zu kämpfen. Ja, okay, die kommen schon. Gesetzlose! Schilde sind hochgefahren. Ich wehre ihren Beschuss ab. Ah, das ist ein Scharfschütze. Ja, gut gezielt. Die können nicht gerade sehr viel ausrichten. Was haben wir denn? Ja. Du darfst mir auch gern dein Köpfchen zeigen. Das ist kein Problem. Sieht nach Gesetzlosen aus. Sieht nach Gesetzlosen aus. Könnte auch deine Mutter aussehen. Ich muss aber näher ran, sonst... Ja, ich müsste näher ran. Achso. Ach, Vetra. Mein Freund, das ist nicht gerade ein sehr gutes Versteck. Würdest du mal bitte die Klappe halten? Danke. Stirbst du jetzt? Ja, du verbrennst. Geht doch nichts über ein schönes Sniper. Also, mein Freund. Volles Karacho. Granate kommt! Wo? Und tschüss. Bin ich sauer. Sauer? Das war ein 1er Schuss. Ah, ich hätte ja noch einen Kollegen. Ich liebe den Typen. So. Da sind keine mehr. Da sind keine mehr. Wir laden mal nach. Wir müssen nicht nachladen. Gut. Einmal schön alles mitnehmen. Munition aufgefüllt. Zum Scannen gibt es hier nichts. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Abstecher. Und hier dürft... Du hast nichts fallen gelassen. Okay. Die Lebensregeneration. Irgendwo meldet sich hier noch einer. Kann ich das eigentlich auch von hier aus machen? Jawohl. Schön Deckung gesucht. Und er trifft. Perfekt. Natürlich kann ich den Knoten scannen. Sonst kann ich Bodenaufzüge.
Sonst gibt es hier nichts zu scannen. Yep. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja. Ja, gibt hier tatsächlich nichts. Und noch ein Hündchen. Ein... Also bitte. Wir Exogenie im Speckmagnet. Wir leben auch in einer aggressiven Welt. Oder Universum. Sie können den Zugangscode an der Tür der zweiten Kuppel verwenden, Pathfinder. Oh, ich dachte, das zwischen sie. Na, dann sind wir ja schon drin. Titan. Titan. Sämtliche Gegner im... ausschalten. Da kommen sie! Irgendwo ein anderer Rest. Hallo? Natürlich Krogana. Mit Panzerung. Und die gehen mir alle auf den... Den einen Berserker haben wir. Mein Freund, äußerst... keine gute Idee zu mir. Das war der Obermops. Nichts Explosives. Warum nichts Explosives? Willst du dich mal schnell verstecken? Danke. Ich baue mal Schild. Schild. Ja, muss ich hier denn alles selbst machen? Ja, ich kann sie eigentlich auch anweisen. Gut, das hätten wir. Trax und seine Leute wären erledigt. Aber was hatten sie vor? Ich orte in der Nähe ein Audiolog Pathfinder. Es könnte die entsprechenden Informationen enthalten. Natürlich. Und da liegt er. Aber wieder mein volle Aufmerksamkeit, wieder mal dem Phänomen. Warum lasse ich Loks zurück? Ich bin kurz vor dem Sterben, respektive ich habe einen Job und ich lasse dann einfach mal ein Logbuch zurück. Da steht dann alles drin, was ich hier getan habe. Wieso, weshalb, warum? Das verstehe ich nicht. Okay, das ist eine Rakete. G. Irgendwo gibt es hier noch was zum Scannen. Ja. Mit größerer Wahrscheinlichkeit eher oben. Aber das ist eine Rakete. Die haben hier eine Rakete zusammengebaut. Und natürlich ein Landungsschiff in der Kuppel drin. Ein Berauber. Also ein Kran. Von da bin ich gekommen. Gut. Munition. Da gibt es nichts. Aber oben gibt es wieder was. Und hier gibt es ein Terminal. Was haben wir denn hier? Danke, dass Sie zuerst zu mir gekommen sind. Es wird schwer, weil H047C praktisch ein Asteroidenfeld ist. Aber wenn jemand ein Schiff durch dieses Chaos fliegen kann,
dann meine Crew. Ich besorge ihnen, was sie brauchen. Wegen des Risikos muss ich allerdings den doppelten Preis verlangen. Das verstehen sie sicher. Aber ich verspreche ihnen, ein, zwei Wochen laufen sie mit einem nagelneuen Spielzeugraum. Hoffentlich setzen sie es gut ein. Jetzt nicht mehr. Hey Kleiner, ich weiß, du wirst mich schimpfen, weil ich dir schreibe. Ja, vielleicht kriege ich Ärger. Mir egal, Mordor kann mich mal. Du solltest die Kolonie sehen, Cracks. Uns geht es echt gut hier. Guter Schutz, eine super Sache, dass die Angara das Sagen haben. Sogar Wissenschaftler arbeiten in der Landwirtschaft. Dir würde es hier gefallen. Worn fragt manchmal nach dir. Sagt, wenn du zurückkommen willst, ist es in seinem Labor immer Platz. Ist doch sicher besser als das, was du da drüben hast. Denke einfach drüber nach, okay? Baruch. Hey, ich mag sie auch nicht, aber wem sollen wir sonst folgen? Sloan, die sich immer einen zu großen Anteil greift? Irgendeinen Scharlatan-Witzbold, den wir noch nie gesehen haben? Dann nehme ich lieber ein etwas zu ehrgeiziges Kind. Einfach den Kopf unten halten und tun, was sie sagt. Wir finden schon einen Weg, die Dinge zu unseren Gunsten zu manipulieren, und wir übernehmen den Laden, bevor es zu spät ist und die Nexus uns in Stücke reißt. Ja, manchmal sind so. Dankeschön. Kann auch noch ein weiteres Mal vorbeilaufen. Ich wollte sagen, aus den Spielen ist es nicht einfach, böse zu sein. Datenpad. Kommen Sie mir nicht mit Ausreden, Cracks. Der Staub an der Oberfläche ist nicht genug. Um diese Kolonien der Initiative auszulöschen, brauchen wir verdammt viel mehr Helium 3. Ich weiß, diese Reliktfräse im Gewächshaus wird funktionieren. Also setzen Sie sie in Gang. Elora, Ende. Sie wollten die Kolonien angreifen. Aber Sie konnten offenbar irgendeine Reliktfräse nicht aktivieren. Sam? Durch eine aktive Reliktfräse würde mehr Erdreichterstrahlung ausgesetzt, was die Helium-3-Produktion exponentiell erhöhen würde. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, könnte dieser Planet die Schiffe der Nexus etwa 378 Jahre lang mit Treibstoff versorgen. Wir wären autark. Wir könnten so viel entdecken. Der Planet ist... Es ist kein Planet mehr. Es ist nur noch ein Asteroidenfeld. Also wir sind praktisch nur auf ein Stück Stein. Und ich weiß jetzt nicht eigentlich genau, was sie mit den beiden... Wir wären autark. Das heißt, wir wären... Ja, super. Yeah, tak, tak. Mit so viel Treibstoff könnten wir unzählige neue Welten entdecken. Wir müssen diese Fräse in Gang setzen. Ich habe das Reliktgewächshaus auf ihrem Display markiert. Wenn Elora genügend Helium 3 gefördert hätte, um die Kolonien zu bombardieren... Ich rate von hypothetischen Überlegungen ab, Pathfinder. Ich habe den Nexus über die Situation in Kenntnis gesetzt. Dieser Planet wird von Patrouillen überwacht werden, um sicherzustellen, dass das Helium 3 unter ihrer Kontrolle bleibt. Trotzdem... Wenn ich dieser Elora je begegne, werde ich mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Lass mich raten. Wir müssen jetzt dorthin, wo ich war. Das war jetzt wieder mal so klar, dass ich alles zurücklatschen darf. Das restliche Titanium lasse ich mal links liegen, weil ich habe zur Zeit eh recht viel Materialien. Da kommt jetzt uns auch keiner mehr entgegen. Okay. Heißt, dass wir jetzt das Gewölbe ins Gewölbe gehen. Ei, ei, ei. Die Angara waren ganz allein hier, bis die Cat aufgetaucht sind. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man sich fragt, ob man die einzige intelligente Spezies in der Galaxie ist? Jupp. Das stellt sich die Menschheit eigentlich bis heute noch. Aber ernsthaft, wir sind nicht alleine.
Man hat uns nur nicht bisher entdeckt, geschweige, wenn man uns entdeckt hätte, hätte man sicher gesagt, zu primitiv, aggressiv und primitiv. Das erklärt nämlich die Menschen. Primitiv, aggressiv und äußerst widerstandsfähig. Zwar nicht die genauen Wortlaute einer gewissen Borg-Königin. Ah, hier habe ich einen Bohrer hingestellt. Yeah, das war gerade ein kleiner... Ja, da schubst mich gut. Abbauen will ich hier nicht. Ich möchte gern eigentlich mehr oder weniger vorwärts machen. Mit Karacho über die Brücke. Yeah. Und dann eine harte Kurve einschlagen, wenn bitte nicht über den Krater. Also Schlucht. Das ist ein Schatten. Das war jetzt getimed und gewollt. Und hierhin müssen wir. Das Gewölbe. Und jetzt bin ich gerade etwas zu schnell. So. Vetra, sind Sie okay? Beim letzten Kampf waren Sie... Kennen Sie das Gefühl, als würden Sie sich selbst aus der Ferne beobachten? Und Sie sehen alles, was um Sie herum ist. Das hatte ich für einen kurzen Augenblick. Ich habe gesehen, wo ich war, gegen wen wir kämpften. Und ich will nicht darüber reden. Es kommt nicht wieder vor. Du darfst dich gern äußern, Vetra. Das ist nicht schlimm. Ich bin jetzt auf nur hier gespannt. Weil die kommen, die sind nämlich problemlos nach unten gekommen. Die können sie nicht aktivieren, weil sie es nicht lesen können. Sichere Bedingungen. Und wenn Sam, wie aktivieren wir die Fräse? Ich habe tiefer im Inneren eine Konsole geortet. Eine Beobachtermaschine. Wir könnten sie auf unserer Seite gebrauchen. Es ist viel besser, wenn sie auf unserer Seite sind. Yep. Seine Protokolle sind zwar eingeschränkt, aber sie können ihn mit Hilfe ihres Scanners anweisen, einfache Aufgaben auszuführen. Cool. Leider habe ich einen zerstört. Ob es gewollt war, naja. Also ja, es war gewollt. Ich glaube gerade Müll. Den anderen habe ich erschossen. Noch ein Reliktengerät, also ein Funk. Hier hinten ist nichts. Ich glaube, das war eine einmalige Sache. Live. Okay, ist wieder aufgefüllt. So. Reliktbeobachter. Ah. Es reicht nur einer. Auch gut, auch gut. Wo sind da die Verlassenen? Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Wir haben Ziele! Hilft uns eigentlich der zweite Beobachter auch mit? Oh.
Schüsse gehen durch den Schild durch. Das finde ich. Bleiben Sie wachsam. Da kommen noch mehr. Was ist das? Kommen noch mehr Lautrotter nicht. Hinten ist Munition. Munitione. Das sind zerstörte. Hätte es mehr als genug Munition. Okay. Aber Relikte! Ja. Mit dieser Ansage kannst du mich relativ schocken. Aber wie ich merke, hier ist nichts. Nein. Hier kommen wir nicht runter. Ich dachte, jetzt können wir noch rüber. Dann heißt das, ich muss auf der anderen Seite einen Weg frei machen. Die Frage ist jetzt nur, wo gehe ich lang? Schauen wir uns mal hier um. Ein Behälter. Da geht's nicht weiter. Das heißt, es geht hier weiter. Jawohl, aber hier nicht. Es sind auch noch einmal Schutzplatten. Okay. Einmal Sesam, öffne dich. Nein. Ah. Wo ist er? Oder machst das du? Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Was, dass wir hier nicht fertig sind? Es gibt hier keine Relikte mehr. Ich habe sonst keinen blassen Schimmer, was du sonst noch von mir willst. Mein junger Freund, würdest du bitte... Aber der kommt ja hier nicht mit. Cool, also muss ich ihn irgendwo hier zurückbringen. Aber ich kann hier auch nicht. Sie schreit ständig Relikte. Ah. Gut. Jetzt hätte ich eigentlich gerne Granaten. Aber die gibt's hier nicht. Überreste. Also auf die andere Seite kann ich gerade nicht. Relikten-Konsole. Oh, okay. Das heißt, bedien mich hier mal. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Ja. Noch eine Beobachterkonsole. Okay. Du machst mir jetzt den hier auf. Bitte schön.
Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir es.